Willkommen Freunde, heute möchte ich mit euch einmal ein kleines Ründchen Monster Hunter Now zocken. Ich bin in Flensburg, zoomen wir mal ein bisschen raus, ganz oben im nördlichen Bereich im Hafen, also Flensburg Industriehafen ist das Ganze hier beim Piratennest Hafenwerk Fachhochschule Flensburg. Wir düsen hier einmal ein wenig durch die Gegend. Hauen hoffentlich ein paar Monster um, sammeln ein paar interessante Dinge. Wir versuchen dann auch, ja, die komplette Story durchzuzocken. Ich glaube, es gibt 13 Kapitel. Wie ihr seht, den vorletzten Schritt habe ich auch schon fast erledigt. Ich werde euch einfach mal ein bisschen was erzählen, ein bisschen mitnehmen. Dailies habe ich heute schon durch. Wie ich mich aufgebaut habe, welche Waffen ich so habe, wie ich zocke. Und wir werden ein wenig durch Flensburg laufen und hoffentlich ein bisschen Spaß haben. Zuallererst, also ich zocke das Ganze hier schon circa 2 Wochen, bin absolut süchtig. Schauen wir uns mal die Medaillen an. Oben links haben wir Gründungsmedaille. Wie gesagt, seit 2 Wochen zocke ich das Ganze, habe das Ding direkt bekommen. Welche Monster habe ich schon umgehauen? Wie viele? Großjagras 108 Stück. Dann haben wir Kula Yaku. Habe ich 89 schon umgehauen. Puki Puki 68. Barot 59. Tobi Kadashi muss ich auch noch ein bisschen die Waffe aufwerten. Erst 71. Anjanat 59, weil ich die Waffe brauchte, um Legiana umzuhauen. Hauptsächlich bin ich mit Schwert und Schild unterwegs. 513 Monster schon umgehauen, weil wir damit sehr schnell sind und auch sehr gut ausweichen können. Wie oft habe ich A geschafft? 193 Mal. Insgesamt habe ich schon 534 Monster umgeklatscht. Förderplätze 277 abgegrast. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier Kilometer sind. Ich weiß nicht, wie er das zählt. Auf jeden Fall 82. Ansonsten Ratian erst 4 Stück. Ich habe so ein paar kleine Probleme mit ihm. Dann habe ich hier Legiana 10 umgehauen. Ich wollte unbedingt die Waffe haben, um Diablos umzuhauen. Den habe ich gestern Abend geschafft umzuhauen im 2. oder 3. Try, glaube ich. Habe das dann allerdings mit der Feuerwaffe gemacht, weil das meine beste Waffe ist. Hier haben wir Diablos einmal umgehauen, storytechnisch. Ansonsten haben wir hier noch groß Gyros, mit dem habe ich auch so meine Probleme, wenn ich es nicht schnell genug schaffe, an die Seite zu jumpen, dann paralysiert er mich, ich liege auf dem Boden, er gibt mir eine mit, ist ein bisschen nervig. Palumo habe ich auch so ein paar Probleme mit gehabt, aber jetzt habe ich, glaube ich, auch die erforderliche Waffe, um den schnell umzuhauen, 13 Mal umgehauen. Und dann haben wir noch Juratodos, 12 habe ich von dem umgehauen. Ansonsten habe ich versucht, mit dem Großschwert mal zu kämpfen. Absolute Katastrophe. Es ist, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, mit die langsamste Waffe mit dem Großschwert. Ja, nee, das ist ja das Großschwert. Stimmt. Es ist mit die langsamste Waffe. Langschwert, genau. Langschwert ist auch noch sehr kompliziert, sehr langsam. Deswegen die beiden Waffen zocke ich nicht. Wenn mal ein Monster sehr low ist und ich es eben umhauen möchte, sternmäßig ist das 1 oder 2, nehme ich den Hammer, um hier die Medaille noch zu bekommen. Ansonsten ist das jetzt erstmal so grob. Ja, hauen wir mal das Ding um. Das zählt für die Quest noch mit dazu. Sehr schön im Gebiet Wald. Wir sind auch gerade im Waldgebiet. Das ist nice. Also diese kleinen Viecher hier, die können wir auch, wenn wir unter 30% HP sind. 30% HP ist das Minimum, um kämpfen zu können gegen große Monster. Die müssen wir Minimum haben. Dann können wir kämpfen. Ansonsten können wir halt nur gegen das Kleinvieh hier kämpfen. Aber wir werden das gleich alles in Ruhe sehen. Waffentechnisch, wie gesagt, bin ich hauptsächlich mit Schwert und Schild unterwegs. Meine Hauptwaffe, oben Jagras Schneide, 449 Schaden, Wasserelement drauf. Wasser und Elektrizität ist das Hauptelement, schauen wir uns gleich auch nochmal an. Da fehlt mir aber Tobi Kadashi-mäßig noch ein bisschen was. Ein
Item der Stufe 4, der Seltenheitsstufe 4, genau. Ansonsten Jahrgras können wir noch einmal aufwerten, dafür fehlen mir noch ein paar Erdkristalle. Vielleicht kriegen wir die heute zusammen. Und ansonsten bin ich dann auch noch hier mit der Anjanat-Waffe unterwegs. Mit der habe ich dann auch gestern Diablos umgehauen. Da kommen wir jetzt in einen Bereich, den ich so noch nicht kenne. Also Seltenheit Stufe 5 habe ich noch nie bekommen. Und Waffenentwicklungsteile habe ich auch noch nie bekommen. Wir sehen allerdings dort, geldtechnisch ist das verdammt teuer. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich mir ja täglich nur über die Daily Quest 3000 Gold, nee, Zenny heißen die, glaube ich, zusammenfahren kann. Deswegen muss ich auch überlegen, wo investiere ich jetzt mein Geld, meine Ressourcen hinein. Rüstung ist natürlich immer eine Option, klar. Allerdings, wenn ich von einem Monster getroffen werde, macht das Vieh meistens so viel Schaden, dass ich mich eigentlich nicht treffen lassen darf. Deswegen ist Rüstung aktuell so ein Ding. Ich zoome mal ein bisschen rein. Ich habe 130 Leben. Kann man jetzt nicht sehen, weil mein Leben komplett hochgeheilt ist. Ich habe mir Items ausgesucht, wo ein Gesundheitsboost drauf ist, damit ich halt mehr Leben habe. Nicht gewone-hitted werden kann, was aber auch schon mal passiert ist. Deswegen bin ich jetzt mit der Ausrüstung größtenteils durch. Können wir ja auch nochmal reinspringen. Ich kann sie zwar aufwerten, aber auch hier kostet die Aufwertung 1500 Zenny. Die investiere ich lieber in eine Waffe als in eine Rüstung, weil ich die Rüstung sehr hoch aufwerten muss, um dann auch entsprechend so einen Verteidigungsboost zu bekommen, dass ich wirklich spürbar weniger Schaden bekomme. Deswegen packe ich da erstmal nichts rein. Hier haben wir einen Förderplatz, allerdings nur so ein bisschen pflanzentechnisch. Hier gehen wir mal auf die Wasserwaffe und kümmern uns um den Anjanat. Der ist eigentlich ganz in Ordnung und ganz cool. Allerdings, genau wenn ich da nicht auf die linke Seite gehe, erfrisst er mich immer. Ja, mit dem Schwanz, ne, wir konnten ihn noch mal ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen. Ja, ansonsten, wir müssen tappen, wir müssen ausweichen. Ich habe noch meinen Skill ready, den nutze ich aber nicht. Den brauche ich hauptsächlich für Stufe 5 Monster, damit ich die dann auch schneller umhauen kann. Aber ansonsten, ja, bekommen wir jetzt hier natürlich Zenny. Mit die einzige Möglichkeit, abgesehen von den Dailies, Zenny zu bekommen. Sehr schön, Seltenheit 4 haben wir erhalten. Ein bisschen Jägerrangpunkte. Und wir haben auch unsere Quest fertig. Sehr schön. Jetzt sind wir im letzten Part. 5 große Monster, 10 Monster insgesamt und 10 Sammelplätze. Okay. Für Monster zählen jetzt zum Beispiel auch diese kleinen. Können wir auch umhauen. Für die kriegen wir natürlich keine Zenny, keine Jägerrangpunkte. Und die Teile, davon habe ich schon so viele. Da brauchen wir eigentlich nichts mehr von. Ansonsten versuchen wir jetzt mal hauptsächlich Stufe 4 und Stufe 5 Monster umzuhauen. Natürlich auch so ein paar Förderplätze für Erze zu finden. Da haben wir jetzt ein Jahrgras auf 4 Sternen. Dann brauchen wir die Feuerwaffe. Und ich gehe hauptsächlich mit Elementwaffen, weil, wenn wir uns jetzt mal das Monsterhandbuch anschauen, wenn wir jetzt mal bei Schwächen gucken, Jahrgras hat Feuer. Ansonsten haben wir da Wasser, Elektro, dann wieder Feuer, Wasser, Wasser, Feuer, Elektro, Wasser, Elektro, Feuer. Diablos ist sehr speziell, aber mit Elektro, Feuer und Wasser kommt man schon sehr weit. Sind jetzt 3 Waffen, vielleicht eine zu viel, vielleicht sollte ich mich auch nur auf 2 spezialisieren. Aber mit dieser Dreier-Kombo bin ich bislang gut gefahren, zumal auch bei Elektro die Kardashi-Teile nicht so nice droppen. So, Jahrgras ist auch recht entspannt. So, da haben wir seinen Bauch gebrochen. Ordentlich draufwemsen und dann ist er gleich weg. Ja, Feuerwaffe ist mit
die beste, die ich jetzt aktuell habe. Vielleicht kriegen wir es ja noch hin, dass wir heute die Wasserwaffe ein bisschen upgraden. Ja, bei Yagras bekomme ich nie dieses seltene Teil, deswegen hat es auch so lange gedauert, bis ich die Waffe abgegradet habe. So, jetzt müssen wir hier einmal Richtung Fachhochschule. Unterwegs können wir für die Quest nochmal hier ein bisschen was mitnehmen. Ja, wenn wir Monster in einem speziellen Gebiet umhauen müssen, seht ihr jetzt auch auf der Map, dass die Monster entsprechend auch gekennzeichnet werden mit einem Icon. Das zählt dann auch entsprechend für die Quest, die gerade am Laufen ist. Die Dailies sind prinzipiell sehr einfach. Sammeln, Monster umhauen, teilweise mit einer bestimmten Waffe und dann auch noch ein bestimmtes Monster umwemsen. Ach komm, den machen wir auch mal mit. Da hätte ich jetzt endlich den Hammer nehmen können. Aber Stufe 2, da tappe ich ein bisschen drauf. Weg ist er. Stufe 3 ist eigentlich auch kein Problem mehr. Bis vorgestern war Stufe 4 immer noch so ein bisschen knackig. Aber dann die Waffe 2-3 Stufen weiter nach oben gesetzt. Und dann war das auch kein Problem mehr. Waffe passt. Da wäre die andere Seite besser gewesen wegen seiner Hand. Also wir können hier natürlich auch wieder Teile brechen, Schwanz abtrennen und solche Geschichten. Das funktioniert auch. Mir ist jetzt, also wenn wir ein Teil brechen oder abschneiden, bekommen wir natürlich zusätzlichen Loot. Aber wenn wir zum Beispiel den Schwanz abschneiden, ist die Garantie nicht 100%, dass wir auch den Schwanz bekommen. Das ist ein bisschen anders, als wir es eigentlich gewohnt sind. Aber man gewöhnt sich dran. Generell habe ich hier sowieso sehr viel Pech. So, schauen wir mal. Wir müssen dahin. Wir greifen uns jetzt den Anjanat. Ja, shit, die Knochen da oben hätte ich auch nochmal nehmen können, aber jetzt ist es zu spät. Die nehmen wir auch nochmal schnell mit. Und der wird uns auch noch angerechnet. Sehr schön. Dann haben wir schon mal 10 Monster umgehauen. Brauchen jetzt noch 2 große und ja, 5 Sammelobjekte. Einmal hier schön an der Shell-Tankstelle vorbei. Richtung Park. Genau, bei den Dailies, da in der Mitte seht ihr es jetzt, war heute meine Daily 3 Monster umhauen mit dem Bogen. Das reicht, wenn es kleine Monster sind. Deswegen habe ich auch waffentechnisch, hat mich auch viel Geld gekostet, also von jeder Waffenkategorie. Wie ihr seht, habe ich mindestens eine Waffe, um dann auch die Daily zu machen. Kann natürlich auch sein, dass seitdem ich diese Waffe zusammengebastelt habe, ich auch diese Daily bekomme. Heiltränke habe ich noch 4 Stück. Täglich bekommen wir aus dem Shop 5 for free. Der Shop ist auch nochmal so eine Geschichte. Also Ingame-Shops sind für Leute, die nicht damit umgehen können, eigentlich wie eine geladene Knarre am Kopf. So sehe ich das immer. Man muss da ein bisschen aufpassen, man muss sich sensibilisieren. Klar, so finanziert sich das Spiel auch. Ich habe auch schon mal... Hier oben gibt es ja, ein Jäger-Starter-Pack für einen 10er oder für 7 Euro, ich weiß es nicht. Da habe ich natürlich auch schon einmal rein investiert, einmal reingecashed, weil ich das Game halt seit 2 Wochen daddel wie ein Bekloppter. Und ich wollte das Game dann auch mal oder die Entwickler unterstützen. Deswegen habe ich das gemacht. Aber prinzipiell ist natürlich so ein Shop sehr gefährlich für Leute, die sich nicht sensibilisieren können. Das muss ich sagen, das will ich auch sagen. Passt da auf, wenn ihr das Spiel auch zockt oder zocken möchtet.
Das ist ganz, ganz wichtig. Oh. Ja, da. Ja, das habe ich zu spät gelesen. Wir können auch perfekt ausweichen. Wenn wir ausweichen, kurz bevor er uns angreift, dann leuchten wir auch so leicht gelb auf. Oh, das war knapp. Und wenn wir dann nach dem perfekten Ausweichen einen Angriff platzieren, macht er deutlich mehr Schaden. Na, komm schon. Na, schwache Netzwerkverbindung, super. Wir sind natürlich in Deutschland, da ist das mit dem Internet immer so eine Sache. Das ist natürlich auch ein Problem, was immer mal wieder passieren kann, dass das Game ein bisschen laggt. Kann dann dazu führen, dass wir getroffen werden oder auch gekillt werden. Und wenn das natürlich direkt in einer Quest passiert, ist das doppelt ärgerlich. Na komm, den nehmen wir jetzt auch nochmal eben schnell mit. Wir bekommen hier zwar wenig Zenny und auch Materialien, die wir nicht unbedingt brauchen. So, der dreht sich einmal. Jetzt dreht er sich gleich nochmal zurück. Kopf ist gebrochen. Sehr schön. Und weg. Dann haben wir das auch erledigt. Müssen gleich nur nochmal ein paar Teile einsammeln. Und dann bekommen wir den letzten Abschnitt der Questline präsentiert. Ah, zumindest Stufe 3 Teile bekommen. Sehr schön, das Ding greifen wir uns. Wir bekommen für eine Quest 100 Jägerrangpunkte Minimum, meine ich. Hin und wieder auch mal 150 bei den Dailies. Jetzt laufen wir einmal zum Förderplatz. Und ja, den Knochenhaufen nehmen wir auch noch mal eben mit. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, was gleich der letzte Part sein wird. Ob das dann das große, fette Übermonster sein wird oder ob wir dann wieder über mehrere Stationen, hier haben wir es ja oben auch, es gibt dann vier Stationen. Jede Station gibt uns dann eine entsprechende Anzahl an Tätigkeiten, die wir machen müssen. Und dann kommt bislang immer ein Monster. Teilweise auch zwischendurch, aber ansonsten hatte ich immer so ein Monster-Icon gehabt. Und dann musste ich auch ein Monster umhauen. Das ist jetzt die erste Quest, wo ich kein Monster umhauen muss. So, einmal schön an der Kläranlage vorbei. So, schauen wir mal. Da oben ist ein Förderplatz für Erze. Muss ich unbedingt hin. Da rechts auch. Da ist auch noch einer. Sehr schön. Da können wir natürlich nur tappen, wenn wir in der Nähe sind. Stadion Flensburg. Alles klar. Was haben wir hier daneben? Naturwald. Sind natürlich dann auch meist irgendwelche besonderen Orte und Plätze. Treffpunkt Mürwig. Mhm, okay. Und da haben wir das Ding erfolgreich eingesammelt. Schauen wir mal. Rathalos. Zerstörer des Himmels. Rathalos. Nice. Gut, wenn er Feuer ist, wir haben ja ein Wasserschwert, 5 Sterne, okay. So, mal eben schauen, was er für Schwächen hat. Ah, er hat gar keine Wasserschwäche, er hat eine Elektrizitätsschwäche. Ja, empfohlen ist auch noch ein bisschen mehr Rüstung zu haben, der wird mich eh zerfetzen. Kopf können wir brechen, Rücken, linker Flügel, rechter Flügel und Schwanz, aber nur mit Schaf. Beziehungsweise abtrennen. Alles klar. Ja, Elektrizität ist halt die Waffe, die bei mir noch am schwächsten ist.
Ich habe jetzt... Ja, shit, die Feuerwaffe können wir auch nicht nutzen. Gut, dann lasst uns hier nochmal... Ja, das ist dann wirklich die finale Quest, ne? Ich bin jetzt so ein bisschen verwirrt, wieso nicht Wasser seine Schwäche ist. Aber macht auch Sinn. Ratian hat auch Elektrizität als Schwäche. Ich würde eigentlich noch gern, also ihr seht es jetzt hier, die ist kurz davor, auf die Klasse 6 aufgewertet zu werden. Es gibt 10 Klassen, also bis 5 geht es noch einigermaßen. Jetzt für 6 brauchen wir diese Waffenentwicklungsteile. Und ab Stufe 6 verändert sich auch das Design der Waffe. Also hier komme ich definitiv nicht mehr weiter. Und hier habe ich auf jeden Fall noch die Möglichkeit, Minimum einmal aufzuwerten. Dann haben wir ein Raw Damage von 469 und Elemente von 171. Elemente sind oder werden jetzt immer wichtiger. Ohne Elemente kann ich den Gegner fast gar nicht besiegen. Es sei denn, ich habe... Ja, okay, bei Diablos hatte ich auch ein bisschen Glück gehabt. Da muss ich eigentlich mit No Damage durchkommen. Oder wenn es einfach nur ein kleiner Schlag ist, ist das auch noch in Ordnung. Aber wenn ich dann 2-3 Mal Damage fresse, was mich sowieso killen würde, dann überlebe ich das nicht. Ja, hier querfeld eindüsen ist auch assi. Da hinten haben wir noch einen Knochenhaufen, der wäre auch interessant. Um in eure Beutetruhe zu kommen, einfach auf euer Porträt und dann haben wir Objekttruhe. Ich muss mal eben schauen, das sind... Hier oben haben wir Monsterknochen plus. 40 im Vorrat, das ist sehr gut. Weil die mir sehr häufig gefehlt haben, um Waffen aufzuwerten. Also den Knochenhaufen da oben brauchen wir jetzt nicht priorisiert angehen, sondern die 3 Förderplätze für die Steine. Ja, Rathalos werden wir auf jeden Fall nochmal tryen. Ob ich ihn dann umhaue, keine Ahnung. Na, ist die Netzwerkverbindung wieder schlecht? Ja. Ja, schlechte Netzwerkverbindung darf es bei Rathalos definitiv nicht geben. Sonst habe ich ein Problem. Oh, ein Glück. Ein Glück. Wir haben ihn noch gefinisht. Er wollte uns gerade eine geben. Gut, Stufe 3 hätte jetzt, glaube ich, auch nicht so viel Damage gemacht. Und wir regenerieren ja auch immer ein bisschen Damage. Aber hier Schaden zu fressen tut richtig weh. Weil wir dann natürlich auch wieder sehr lange warten müssen, bis unsere HP regeneriert ist. Und gerade jetzt, wenn ich eine Aufnahme mache, ist das sehr bitter. Wenn ich mich dann irgendwie mal 5 bis 10 Minuten irgendwo hinsetzen muss. Und warten muss, bis meine HP wieder voll ist. Da können wir uns jetzt den Förderplatz greifen. Sehr schön. Ein Erdkristall. Ah, ein bisschen. Okay, einer ist eigentlich gut. Ich hatte jetzt in der letzten Zeit teilweise auch... Nee, das war falsch. Ich hatte auch die ein oder andere Förderquelle, wo ich dann 2 oder sogar 3 bekommen habe. Das war natürlich super. Aber das ist halt wie ein 6er im Lotto. Das passiert eigentlich so gut wie nie. Und gestern habe ich auch noch ein paar Erdkristalle verwendet, um meinen Gürtel aufzuwerten, damit ich nicht ganz so viel Damage fresse.
Dafür waren, glaube ich, auch 10 Kristalle notwendig. Ja, kurz danach hatte ich dann von Yagras das Teil bekommen, wo ich irgendwie 3-4 Tage gefarmt habe. Und dann war das mit den Erdkristallen natürlich ein bisschen Waste und ein bisschen Kacke. So, wir können jetzt hier einmal durch. Palumu können wir eigentlich mal umhauen. So, der macht mir auch immer wieder Probleme. Gegen Feuer anfällig, also damage-mäßig sollte es eigentlich wunderbar passen. Ja, das ist ein bisschen laggy. Oh, sehr schön, aus dem Gleichgewicht gebracht. Wow, 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 wow. Okay, Glück gehabt. Dann machen wir einmal folgendes. Fähigkeit auslösen. Dann haben wir natürlich ein Iframe, bekommen keinen Schaden. Und können ihn finishen. Okay. Ansonsten hätte ich natürlich auch aus dem Kampf springen können. Kein Erdkristall, schade. Kann auch sein, dass wir Erdkristalle sehr, sehr selten aus den kleinen Förderplätzen bekommen. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. Die großen auf jeden Fall. Aber ich, ja, kleine, nee, glaube ich doch nicht. Dann schauen wir mal nach. Ja, Erdkristall, Förderplatz. Ah, im Sumpf. Wir sind jetzt hier in der Wüste, da werden wir... Ne, oben haben wir doch auch einen bekommen. Ja. Drachniterz, das war das, was wir in den normalen Förderplätzen auch bekommen können. So, das ist jetzt hier Wüste, beziehungsweise direkt an der Kante zur Wüste. Na, nehmen wir mal Legiana, wir haben ja eh das... Die richtige Waffe gerade angelegt. Also Heiltränke sind eine sehr kostbare und seltene Ressource, dadurch, dass wir nur 5 am Tag bekommen. Also gut haushalten. Ja, ich hätte jetzt den Skill am besten für Legiana aufheben sollen. Nach vorne sliden und gib ihm. Und Skill auslösen. Sehr schön. Das sollte passen. Ja, Legiana macht auch noch hin und wieder so eine Attacke. Die hat mir sonst immer das Genick gebrochen. Er fliegt hoch. Normalerweise habt ihr es ja gesehen. Haut er mit dem Schwanz auf den Boden. Wir gehen zur Seite. Super. Er steigt aber auch manchmal hoch. Er dreht sich einmal um 360 Grad und macht quasi eine riesen Flächen-AOE. Da können wir natürlich ausweichen, wenn wir ganz genau wissen, wie er sich bewegt. Oder wenn wir weit genug nach hinten jumpen. Dann kommen wir da auch weg. Aber das Ding hat mir halt in der Vergangenheit sehr häufig das Genick gebrochen. Wo düsen wir hin? Ich glaube geradeaus durch. Da unten ist ein Yagras.
einen Legianer. Das Gute ist, also jetzt für einen Legianer 5 Sterne würden wir 50 Zenny bekommen. Für ein 4-Sterne-Monster würden wir 40 Zenny bekommen. In dem Fall, wenn es um Effektivität geht, ist es natürlich besser, 4-Sterne-Monster zu farmen, weil sie deutlich einfacher und entspannter sind. Ich will euch mal hier den Hammer zeigen. Der ist schon langsam, aber Großschwert und Langschwert sind noch langsamer. Aber hier ein Stern, das ist kein Problem. Okay, der ist halt ein bisschen zu schwach. Jetzt hat man es nicht gesehen. Aber er hat halt lange, langsame Bewegungen. Und in diesen Bewegungen kann ich halt nicht ausweichen. Ich muss warten, bis er diese Bewegung durchführt. Was dann natürlich auch recht kompliziert und schwer sein könnte. Na, haben wir hier wieder ein schlechtes Netzwerk. Ja, scheint so zu sein. Na, komm schon, willst du nicht? Doch, jetzt. Okay, das ist schon selten, dass das so lange dauert. So, jetzt zieht er natürlich nach. Und gleich sind wir an dem Spot, wo wir uns wirklich befinden. Na, da ist es. Ah, shit, Handy wird auch schon langsam warm. Das ist nicht gut. Dann lässt die Leistung ein wenig nach. Ah, shit, das war Feuer. Und Internetverbindung ist auch nicht so geil. Am besten ist natürlich dann von zu Hause aus mit WLAN und allem drum und dran. Aber direkt vor der eigenen Haustür sind natürlich meist die, ja, wenn da überhaupt Monster sind, auch jetzt nicht so die geilen Viecher. Aber ich glaube, na, hau weiter drauf. Alle 2-3 Stunden ist ein Reset. Das heißt, die Monster, die ihr so seht, verschwinden dann. Und dann spawnen halt komplett neue Monster an komplett neuen Positionen. Also alle 2-3 Stunden kann man auch mal auf die Map schauen, ob in der unmittelbaren Nähe oder vielleicht am eigenen Spot irgendwas Interessantes gespawnt ist. Für die Dailies ist das nie so das Problem. Das kriegt man immer mal hin. Da ist in unmittelbarer Nähe fast immer etwas. Aber alles andere wird dann ein bisschen komplizierter. So, ich glaube, wir werden heute nicht an die entsprechenden Teile kommen. Jedenfalls nicht hier. Wir düsen mal weiter zu Anjanat. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich muss mich mal kurz orientieren. Da glaube ich, müssen wir jetzt hin. Na, die Knochen nehmen wir mit. Ich bin eigentlich meist im komplett ausgesummten Zustand unterwegs, weil ihr seht dann oben auch die entsprechende Kante, wo wir dann auch sehen können, unten ist Wüste, oben links ist Wald, oben rechts ist Sumpf. Da, wo wir dann entsprechend auch an den Förderplätzen das Objekt unserer Begierde erhalten.
komm schon. Ja, schwache Netzwerkverbindung, shit. Also ich hatte auch schon mal mitten im Kampf einen Disconnect. Das ist auch schon passiert. So, war das die seitliche Ramme von ihm? Ich habe gar nichts gesehen. Das passiert dann halt auch. Dann müsst ihr den Kampf halt nochmal neu starten. Im besten Fall habt ihr keinen Schaden gefressen. Im ungünstigsten Fall habt ihr Schaden gefressen und könnt euch dann ärgern. Ja, das leckt schon gewaltig, aber in dem Fall ist das kein Nachteil für mich. Wenn wir Teile brechen, ist das natürlich Jackpot. Das Vieh fällt um. Oder ist wie Cooler Yaku erstmal ein bisschen verwirrt. Was ist denn hier los? Und dann können wir da ein bisschen drauf wemsen. Und mit der Fähigkeit fixieren. Kann ich vielleicht gleich auch nochmal zeigen. Haben wir dann... Oh, sehr schön. Jetzt kommen die seltenen Items. Aber die letzten Tage nichts bekommen. So, da oben ist der Sumpf. Dann düsen wir da mal hin. Ja, mit Fixieren können wir zum Beispiel Körperteile anvisieren. Und dann wird dann da halt auch entsprechend drauf gewämst, um sie zu brechen. Gerade dann, wenn man irgendwie Materialien farmt, macht das schon Sinn. Weil wir dann Bonus-Loot bekommen. Oh, Palico-Beutel ist voll. Nochmal schnell leeren. Ein Farbball. Unser Palico hat jetzt, jeden Tag bekommen wir 3 Farbbälle. Diese blauen. Die roten kann man kaufen, aber lasst die Finger davon, viel zu teuer. Bringt nichts. Aber die blauen, davon bekommen wir 3 Stück am Tag. Da haben wir ein Cooler Yaku, ein Farbball. Ist noch da, könnte Palico noch mal irgendwo drauf wemsen. Ich frage mich gerade, wo der zweite Farbball ist. Weil heute um 12 Uhr oder so habe ich das Game geöffnet, dann habe ich die Farbbälle bekommen und ich habe noch gegen niemanden gekämpft, farbballtechnisch. Oder habe ich den zu lange ignoriert? Nee, das kann auch nicht sein. Na komm schon. Ja, weil bei den Farbbällen, seht ihr auch, läuft ab in einem Tag und 23 Stunden. Also man hat da eigentlich schon so ein bisschen Zeit. So, jetzt habe ich ganz vergessen, euch das mit dem... Ja, nehmen wir hier 3 Sterne, das passt schon. Und rechts unten werden wir jetzt fixieren haben. Genau, ich gehe da drauf, dann fixiert er jetzt den Kopf an. So, da hat er mich auch getroffen. So, der dreht sich nur einmal, dann soll er mal was anderes fixieren. Jetzt fixiert er halt den Schwanz, weil der direkt vor meiner Nase ist. Oh Mann, 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 Mann. Netzwerkverbindung ist übelst kacke. So, da ist der Schwanz gebrochen. Manche Schwänze können abgeschnitten werden. Anjana zum Beispiel. Einige können gebrochen werden. Bisschen weird teilweise, wenn man es anders kennt, aber egal. Der Vieh ist down. Netzwerkprobleme bestehen. Jetzt werde ich einfach mal schauen. Es gibt hier ein Youth Hostel in der Nähe. Ja, die Verbindung ist ein bisschen kacke. Das Handy wird warm. Das heißt, ich werde das Handy mal ein bisschen abkühlen lassen. Such mir mal eine gescheite, vernünftige Internetverbindung. Und dann werden wir auf jeden Fall den guten Dude hier, König der Himmel, einmal tryen und schauen, beziehungsweise auch hoffen, dass wir den dann umhauen können.
So, da bin ich wieder. Ich habe zwischendurch versucht, mit dem Tablet was zu machen. Einzige Katastrophe. Deswegen back to the roots. Wir haben die entsprechende Waffe und schauen mal, was wir hier beim Rathalos reißen können. Heiltränke habe ich notfalls auch noch. So, das war ein perfektes Ausweichen. So, wie oft dreht er sich? Okay, dann stürmt er in die Richtung, wo er hinschaut. Schnell weg. Oha! Jetzt liegen wir am Boden. Können Erholung machen, dann würde es weitergehen, aber zeittechnisch würde das sowieso nicht mehr passen. Deswegen flüchten wir einmal. Der wird auf jeden Fall nicht zu meinen Lieblingen gehören. So, einmal geheilt. Versuchen wir es nochmal. Wird wahrscheinlich auch nichts werden, aber man muss ihn ja ein paar Mal tryen, um ihn zu legen. Ja, Damage könnte auch noch mal besser sein. So, der hat sich hier nur einmal gedreht, ne? Ja, Schwanzangriff. So, einmal ein Halbkreis. Sehr schön. Er stürmt nach vorne. Ja, Damage passt, ist aber ziemlich knapp. So, da drehen wir uns mit. Er stampft einmal. Man könnte auch mit voller Leiste für den Skill in den Kampf gehen. Dann kann man gleich direkt zu Beginn was machen. Ah, shit. Ja, verdammt. Hätte ich mich nicht in den Schwanz reingedreht, hätten wir ihn umgehauen. Das war jetzt mein Fail. Aber das Gute ist, der Fähigkeitsbalken ist aufgefüllt. Das heißt, wir gehen wieder direkt rein, können am Anfang den Skill auslösen. Sehr schön. Schnell wieder aufbauen. Jetzt wird er wütend. Ja, perfekt ausgewichen, nice. Ah, shit. Da habe ich eigentlich ausweichen gedrückt, aber nichts passiert. So langsam gewesen, geleckt oder sonst irgendetwas, keine Ahnung. Perfekt ausgewichen, nice. So, komm schon. Ja, schaffen wir. Wunderbar. Da liegt die Drecksau. Dritter Try. Ist in Ordnung. Was passiert jetzt mit der Quest? Das ist interessant. Was ihr uns da erzählt, ist absolut irrelevant. Ja, Jägerrang ist auch irrelevant.
Story abgeschlossen. Nice. 6 Sterne-Monster freigeschaltet. Okay. Ah, okay. Die wird beliebig oft neu gestartet. Und jedes Mal, wenn wir das Ding absolvieren. Ah, okay. So kommen wir dann auch auf die entsprechende Klasse 6. Wir müssen die Story so oft wie möglich durchzocken. Alles klar. Verstanden. Und oben sehen wir das jetzt auch, wie es normalerweise ausschaut. Wir haben 3 ja, Checkpoints quasi. Checkpoint 1 ist Anjanat umhauen, Monster umhauen, Sammelobjekte einsammeln. Oh, die Zahlen sind jetzt aber deutlich höher als sonst. Dann haben wir Checkpoint 2 und beim dritten Checkpoint müssen wir, wie eben Rathalos quasi, dann mit einem anderen Monster besiegen. Ah, guck mal, direkt oben ist ein Legianer mit so einem Stern. Das heißt, der ist Stufe 6. Das ist okay. Da vorne ist auch gleich ein Anjanat, sogar 2 Anjanats. Der eine ist Stufe 6. Nice. Wir haben hier natürlich das neue Monster, Rathalos. Ja, ich brauche unbedingt eine Elektrowaffe. Was haben wir hier? Hauptgeschichte-Medaille. Okay, dankeschön. Und wir haben hier natürlich den Rathalos. Okay, dann wissen wir jetzt, was zu tun ist. Gibt uns Rathalos eine neue Waffe? Ja. Und auch eine neue Feuerwaffe. Arsch, das ist doch Kacke. Weil hier ist das Feuerelement auf jeden Fall deutlich höher. Schauen wir mal. Wenn ich jetzt auf Klasse 6 gehe, haben wir ein Base Damage von 461. Aber halt ein höheres Feuerelement. 320. Ja. Okay, Raw Damage ist bei der Anjanat Klinge höher. Aber Elementarschaden ist bei Rathalos höher. Und Elementarschaden ist aber nun mal King. Alles klar. So, was haben wir jetzt hier? Welche Bonis haben wir drauf? Angriffsboost sogar direkt auf 2. Das ist gut. Feuerangriff. Okay. Schwächevorteil. Feuerwiderstand. Angriffsboost. Okay. Fokus. Das ist dieses. Nee, doch nicht. Das war. Nee, das andere war fixieren. Genau. Und hier wieder Feuerwiderstand, Schwächevorteil. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, was auf der Waffe drauf ist für einen Effekt. Ohrenstöpsel. Ja, Ohrenstöpsel ist gut, weil wenn er dann bölkt, können wir trotzdem weiter Damage machen, beziehungsweise sind nicht so lange gestunt. Mal schauen. Am einfachsten ist es dann auf Klasse 10 zu gehen. Nee, Ohrstöpsel geht von der Stufe nicht höher. Das passt auch. Alles klar. Also, das sind wohl aktuell alle Monster, die es gibt. Wir gehen die hier nochmal eben kurz langsam durch. Ich muss mal auf die Roadmap schauen, ob da vielleicht bei jedem Monster Hunter Game hatten wir es ja so gehabt, dass es eine Roadmap gab mit neuen Monstern, Events und sowas allem. Es gab vor kurzem auch ein Diablos-Event, aber da habe ich gerade neu angefangen und das Vieh war Stufe 4. Das hat mich so auseinandergefetzt. Aber okay, gut. Ich werde euch hin und wieder weiterhin auf die Reise mitnehmen. Wir reisen durch die Gegend, durch ganz Deutschland, Europa, vielleicht sogar weltweit und schauen mal, was für Monster wir umhauen können, wie stark wir werden können. Ah, da oben ist das ein Sumpfgebiet?
Da düse ich jetzt als nächstes mal hin. Diese vier Förderplätze greife ich mir in der Hoffnung, dass ich dann meine Waffe noch ein bisschen upgraden kann, die Wasserwaffe. Und ansonsten, ja, werde ich weiterhin versuchen, Stufe 4 und 5 Monster umzuhauen, mich hochzuleveln. Und wie gesagt, euch werde ich immer mal wieder mitnehmen, so dass wir gemeinsam hier ein bisschen daddeln können. Und als letzte Warnung, passt beim Shop auf. Ja, so unterstützen wir die Entwickler und das Game. Das ist auch gut und schön. Aber wie gesagt, für viele Personen ist es schwer, damit richtig umzugehen. Ist halt wie eine geladene Knarre am Kopf. Da solltet ihr immer drauf aufpassen und euch sensibilisieren, dort nicht zu heftig zu übertreiben.